Hallo liebe Tasty Food Freunde, hi, hello und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kulinarischen Reise nach San Francisco. Wir machen heute einen Ausflug auf die bekannte Gefängnisinsel Alcatraz. Also kommt doch einfach mit! Wir backen heute ein kleines Roggenmischbrot, passend zu der Schauder aus dem ersten Teil. Aber vorher schauen wir uns auf der Insel Alcatraz ein bisschen um. Schon die Fahrt mit dem Boot zur Felsinsel Alcatraz ist beeindruckend. Man hat einen ganz tollen Blick auf San Francisco. Doch wenn man der Insel näher kommt, steigt die Aufregung. The Rock, so wie die Insel von den Amerikanern genannt wird, war zwischen 1933 und 1963 das sicherste Gefängnis der Welt, denn man kommt nur über den Wasserweg hierher. Die Besichtigung der Innenräume ist richtig toll organisiert. Man kann ganz in Ruhe, alleine, im eigenen Tempo losgehen und mit einem Audioguide in verschiedenen Sprachen bekommt man interessante Infos direkt passend zum Ort hörspielartig aufbereitet, inklusive der Gefängnisgeräusche. Es ist faszinierend, spannend und gleichzeitig etwas bedrückend, durch die Flure der Zellenblöcke zu laufen. In einige Zellen kann man sogar reingehen und erleben, wie hart die Haftbedingungen hier wohl gewesen sein müssen. Bekanntester Bewohner war 1934 übrigens Al Capone. Im Durchschnitt saßen hier 250 Häftlinge. Heute steht Alcatraz nur noch zur Besichtigung zur Verfügung. Ehrlich gesagt waren wir auch ganz froh, hier nur zu Besuch gewesen zu sein. Das Gefängnisessen soll übrigens gar nicht mal so schlecht gewesen sein, aber so ein frisches, leckeres Brot gab es sicherlich nicht. Für den Brotteig benötigen wir Roggenmehl, Weizenmehl, Hefe, Salz, Zucker und Wasser. Die genauen Mengenangaben nach dem Tasty Food Style findet ihr wie immer am Ende des Videos auf unserer Tafel und in unserer Videobeschreibung. Wir starten mit dem Teig. Dafür geben wir jetzt alle Zutaten in eine Schüssel. Weizenmehl, Roggenmehl, warmes Wasser, frische Hefe, die könnt ihr ruhig ein bisschen zerbröseln, Salz und Zucker. Jetzt wird der Teig für 5 Minuten gut durchgeknetet. Bevor wir den Teig jetzt rausnehmen, bemehlen wir uns erstmal ein bisschen die Hände und auch die Arbeitsfläche. Und dann kneten wir den Teig nochmal schön durch. Jetzt ist der Teig schön durchgeknetet und wir teilen ihn in etwa 2 gleich große Teile. Unsere beiden Teile werden jeweils in eine Kugel geformt. Sodass wir 2 Brotlaibe für unsere Suppe bekommen, die wir dann gleich als Teller nutzen. Unsere 2 Brote kommen auf ein Backblech und dürfen für 30 Minuten ruhen. 30 Minuten sind rum, unsere Brote sind schön aufgegangen. Jetzt bepinseln wir sie noch ein bisschen mit Wasser. Und geben ein bisschen Salz und Mehl drüber. Jetzt kommen sie bei 220 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen für ca. 30 Minuten. Unser Brot ist fertig, sieht doch klasse aus, oder? Und jetzt zeigen wir euch noch, wie man aus dem Brot essbare Teller macht. Dafür schneiden wir mit einem Messer erstmal einen runden Deckel aus. Mit so einem gezackten Löffel kann man das Brot richtig schön ausfüllen. Das Innere vom Brot werfen wir selbstverständlich nicht weg. Da kann man herrlich Croutons machen oder einfach in die Suppe dippen. Und schon ist unser essbarer Suppenteller fertig.
und kann befüllt werden. Wir machen das super gerne mit unserer Chowder. Schaut euch gern im ersten Teil an, wie das Rezept funktioniert. Wenn euch unser Video gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne ein Like und abonniert unbedingt unseren Kanal, damit ihr auch bei der nächsten kulinarischen Reise mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.